Duden178, das bin ich, präsentiert den Jahresrückblick 2016. Als erstes möchte ich euch meinen ersten Pentakill, den ich jemals in League of Legends geschafft habe, zeigen. Und jetzt seht ihr ihn. Ich habe seitdem keinen zweiten Pentakill hingekriegt, warum auch immer. Es wollte einfach nicht sein, von daher seht ihr hier meinen ersten und bis jetzt meinen einzigsten Pentakill, den ich je gemacht habe. Als nächstes möchte ich euch zeigen mein erstes Giveaway, das ich dieses Jahr zum ersten Mal gemacht habe. Es war das XXS Giveaway. Ich bedanke mich nochmal herzlich bei allen, die mitgemacht haben. Nächstes Jahr werden auf jeden Fall weitere Giveaways folgen und ich hoffe, ihr freut euch natürlich immer wieder, etwas Kleines zu gewinnen. Ich weiß, keiner wird dadurch reich, aber das ist auch nicht der Sinn der Sache gewesen, sondern eher, ja, mal zu gewinnen, weil ich denke, bei so einer kleinen Anzahl hat jeder die Chance, mal ein Gewinner zu sein. Als nächstes folgt mein erstes Statement-Video. Ich hätte niemals gedacht, dass ich ein Statement-Video auf meinen Kanal hochlade. Ich find's immer witzig, wenn ich andere Statement-Videos von großen YouTubern sehe, aber ich dachte mal, irgendwann muss auch mal ein Statement-Video her. Und ihr wisst ja wahrscheinlich alle, die es gesehen haben, dass die Gelegenheit dafür perfekt war. Ach ja, und Grüße gehen nochmal raus an meinen lieben Freund, den ihr hier eingeblendet seht. Dankeschön, Dankeschön, Dankeschön. Als nächstes möchte ich euch mein schlecht bewertestes Video zeigen. Ich denke, die meisten haben das mitbekommen. Das hängt auch mit der davorgehenden Kategorie zusammen, mit dem Statement-Video. Und ja, hier hatten wir die Entwicklungsversion oder die Unstable-Version von RimWorld Alpha 16. Und zum Schluss möchte ich noch euch mein bestbewertetes Video 2016 zeigen. Das war Basic und Tricks zu Dead by Daylight. Das hat sehr, sehr vielen Leuten gefallen. Da wollte ich mich auch nochmal herzlich bedanken für alle Leute, die mir da einen Daumen nach oben dagelassen haben. Das war meine Top-Liste für das Jahr 2016. Ich hoffe, euch hat die Liste gefallen. Und ich wünsche euch allen ein frohes neues Jahr und einen guten Rutsch. Macht's gut, bis zum nächsten Jahr, euer Duden178.